den Weg abschneiden. Uff, ich hab ja keine Schuss mehr. Ach, du hast mich abgeschossen. Was? Ja, du hast mich gekillt. Ich muss das Fahrzeug töten, oder? Ha? Muss es zerstören. Jetzt fährt er schon wieder weiter. Du hast mich gekillt, Mensch. Ups. War so nicht geplant. Das glaube ich dir jetzt. Ja. Ich habe ihn schon mal zerstört. Das ist schon gut, ja. Ach, das war's schon. Ja. Ja, ich finde, ich habe das gut gemacht. Aber es ist auch noch Luft nach oben. Jetzt fahr davon und ich hau dir in die Zielsuche rein. Okay. Du sagst ja nicht feuern darf? Moment. Ja, jetzt. Okay. Und so ist unterwegs. Auch ich glaube, ich habe gerade ziemlich. Ja, aber ich habe keinen einzigen Schaden bekommen. Echt nicht? Nee, okay, null hat es nicht getroffen. Ganz so schnell hinter dir, oder? Nee, eben, da kommen mit fahrenden Fahrzeugen überhaupt nicht zurecht. Ah, doch, eigentlich schon, wenn sie langsam fahren. Ja, langsam, aber wenn sie halbwegs schnell fahren, dann nicht. Da hat er auch ein bisschen Probleme mit fahren. Eben, das meinte ich nämlich. Für sowas ist fast ein normaler besser. Oder einen anderen Scope drauf montieren, ne? Das geht natürlich auch. Ja, oder das natürlich. Der andere Scope, der kann nämlich manuell das Ziel verfolgen. Alter, hier ist richtig cool, ein Wingsuit lang. Ah, scheiße. Mann. Das war eigentlich nicht so knapp. Eigentlich hätte man das noch überleben müssen. Finde ich. Ah, gut, dass du hier mal meiner Leiche stehst. Hey, warte. Respawn. Oh ne! Jetzt wollte ich gerade respawnen. Das war eine Sekunde noch. Mann, das war so cool da, die Position. War das die? Bestimmt. Hey, Hilfe. Komm, für den Wingsuit, das ist genial. Warum kann man eigentlich nicht während dem Wingsuit feuern? Ja, das ist ein bisschen schade, ja. Kann da gar nicht feuern. Ich finde auch, man fliegt ein bisschen zu schnell runter. Das ist ja schade. Es wird eh so ein Helikopter, der ist zwar, na, ich weiß nicht. Der ist irgendwie nicht so cool. Helikopter? Lost Letter gefunden. Ah. Ja, dieses kleine komische Flugteil da. Sieht man eigentlich, wie hoch das Ding ist? Na, nicht so richtig. Geht's ja nochmal irgendwo weit runter, ich oder? Ich werde von einem Krokodil angegriffen. Oh, und jetzt soll ich dir helfen, oder wie? Ja. Ich bin schon auf dem Weg. Wo ist es denn? Nein, böse Schweine verfolgen mich. Ich sehe deinen Krokodil überhaupt nicht. Pff. Hauptsache hier auf Drama schieben. Krokodil! So, jetzt mal schauen. Hier sind aber viele Schweine. Wie weit geht's denn da noch runter? Aua. Da ist auch noch andere Schweine. Ah! Nicht nur echte Schweine. Ey, das Schwein greift mich an hier gerade. Autsch! Mich greift ein scheiß Ding an. Ich werde hier wirklich von einem Schwein gekillt. Du wurdest nicht entdeckt von einem Schwein. Ja, aber schau mal, hier das Schwein, das will mich hier wirklich killen, ne? Und ich bin tot. Nein, ich konnte dich wiederbeleben. Na, ja, es ist leider ein Tick zu spät. Aber dann müsste irgendwo jetzt ein cooles Fell rumliegen. Ich glaube, das könnte ich sogar gebrauchen. Bleib mal da in der Nähe. Ja, jetzt. Ja, natürlich. Und nicht mit dem Wingsuit sterben, bitte. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle.
Mit Mani-Mühlen? Ups, so. Ich hab hier eine Mani-Mühle. Dann geh ich mal ganz kurz hier raus und schau, ob mein Ding noch da ist. Guck mal, Mani-Mühle. Ja, dann mach an. Na, schade. Nicht mehr da. Karma ist gut. Oh, Karma Stufe 7 bin ich jetzt. Oha, ich bin 4 noch, aber bald 5. Eine Pflanze ist es. Gut, was machen wir denn? Ja, muss man schauen. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir gerade. Outpost Master. Propaganda ist da. Ah. Da vorne ist eine Maske. Eine Maske, ja. Ne, wir gehen zu einem Glockenturm. Klingt. Wo ist denn dieses blöde. Ich glaube, ich muss echt dieses Visier ändern von dem Raketenwerfer. Da. Das Gute ist nämlich, hier ist noch irgendwo eine komische Maske. Oh, ich habe Heilblätter auf dem Weg. Das sieht auch gut aus. Und ein Truck, wo man überfallen kann und nach Hause bringen kann. Wie viel? Ja, lass es. Wie viele hast du schon gesammelt? Noch nicht viele. Ich glaube mit zwei sogar noch gar keine. War glaube ich eine relativ gute Waffe. Eben, lass es mal auf jeden Fall machen. Ah ja. Oh, und ich bin natürlich tot. Warum öffnet sich denn manchmal der Fallschirm automatisch und manchmal nicht? Weiß ich nicht. Ich habe die Maske auf jeden Fall. Hasse. Zehn Masken schon. Warum öffnet sich der manchmal nicht? Das ist nicht okay. Jetzt verfolg mal diesen Kack-Ding da. Wo ist er denn? Wir müssen ja erobern. Ja, auf der Karte, ja. Muss ich mal gucken. Ich sag jetzt nicht, der ist es entkommen. Ach so, weil wir hier keinen Turm nicht erobert haben. Sehen wir den nicht. Wann sollten wir den mal erobern? Piraten? Soll ich mit dem Raketenwerfer kommen? Ne. Jetzt wollte ich gerade den Raketenwerfer kommen. Hab's selbst gelöst. Aber der Raketenwerfer ist gut, oder? Ja. Ja. Da vorne ist er. Ah, hast du ihn gefunden? Ja, der fährt gerade vorbei. Ah. Oben. Warte, wir müssen den erobern, nicht töten. Also, wir dürfen ihn nicht kaputt machen. Okay, das ist gut, dass du mir das sagst. Warte, hier ist ein komisches Karma-Event. Ja, die haben eine Straßensperre hier aufgestellt. Unsere Kumpanen hier. Und ich habe den Fahrer ausgeschalten. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt einsteigen und losfahren. Okay, warte, ich komme. Oh, nö, oder? Das ist der nächste Outpost, wo wir den hinbringen müssen. Der ist markiert, bitte schön. Warte, ich komme. Warte noch kurz. Wo genau sollen wir hin, Mann? Fahr einfach mal dahin, wo es hingeht. Wir müssen den halt erst noch erobern davor. Warte. Okay. Ja, dann steig wieder ein. So. Nee, das ist schon ein Deck der Außenposten. Wo steht der? Oh, da ist schon ein paar ganz Zorn kommen zu sehen. Ist es gut? Ja, das ist gut. Ja. Warte mal, halt mal an. Ja. Ich muss mal ganz kurz aussteigen, so. Was ist? Ich will eigentlich aufs Dach eigentlich. Oder auf die Motorhaube. Achtung, da vorne, ja. Auf die Motorhaube. Okay. Ja, versuch mal. Okay, warte, ich bin gleich auf dem Dach. Okay, ich bin auf dem Dach. Kann ich weiterfahren. Jetzt? Das kann ich da vorne sind schon Piraten. Vom Dach aus zu treffen. Oh ne, ich hab die existierten nicht. Ja. Ja, was ist? Ich glaube, ich muss gleich wieder. Einmal kurz noch, oder fährt der jetzt weg? Nee, der kommt auf uns zu, oder? Das
jetzt schon, oder? Der kommt da so langsam. Egal. Ich bin auf dem Dach. Ja, okay, da hast du ihn auch ganz kurz ausschalten. Ah ja, wir fahren sogar genau dieselbe Strecke. Praktisch. So. Nein, das ist ein gutes Auto. Das ist er nicht. Keine Ahnung. Da war halt irgendwas. Jetzt sind wir aber eigentlich auch schon da. Ja, ja. Ich fahre immer noch ganz kurz. In der Nähe sein. So, okay. Das hätten wir schon mal geschafft. So, ja, da sind wir wieder zurück. Es gab eine ganz kleine Unterbrechung. Und ja, ich heiße euch hier willkommen. Das sind uns meine coolen Piraten. Ich kann ja auch noch ganz kurz hier, so, das ist der Fred, ja, sag mal hallo zum Fred, hallo. Dann haben wir hier den Günther, der hat hier eine ordentliche Weste an, kugelsichere Weste. Und hier, das ist der Manfred. Boah, ich habe jetzt... Hallo Manfred. Übrigens die Beste. Die Gesichter sehen sogar ja, ziemlich gut aus. Ich habe jetzt eine gute Sekundärwaffe auch gefunden, die ich verwenden kann. Ach, ich glaub's gar nicht, wie toll die ist. Ah, ich kann aber einen Takedown machen. Kannst du. Aber die sind nicht wirklich da. Was heißt das? Na, du siehst sie vielleicht sogar gar nicht. Oh, okay. Und sie greifen mich nicht an. Hier sind Piraten, die mich nicht angreifen. Ich find's lustig. Ah, durch den kann ich nicht durchlaufen. Ich werde mal einen Takedown versuchen. Oh. So, dann... 400 XP, Heavy Takedown. Wir kriegen XP, das ist doch schon mal gut. Ja, lass mal kriegen. Okay, ein Heavy Takedown gibt einfach mal 400 XP. Ich da unendlich XP, warte, ich will den auch den unendlich XP-Bug. Nee, nicht unendlich, die spawnen nicht wieder. Die sind schon alle tot. Ich weiß gar nicht, ob du sie überhaupt siehst. Ah, okay, meine Health Bar ist auch gerade ein bisschen verbuggt. Aber komm, wir müssen die vor Honey Badgers schützen, also vor Honigdachsen. Naja, warte, ich hab... Stopp, ich muss kurz eine neue Pistole zeigen, die ich hier... Ja, siehst du das Auto hier? Was hier steht? Wo ich gerade draufstehe? Okay. Warte, bleib stehen mal. Ich muss eine neue Pistole. Ich fahre aber trotzdem mit dem Auto. Testen, okay. Warte. Ja. Och, ich habe mich gerade selbst in Brand gesetzt. Ja, da ist ja auch ein Auto. Ach so. Bist du im Auto drin oder was? Nee, gerade nicht. Aber war das Auto dazwischen. Ja, jetzt bin ich im Auto drin. So, jetzt, ich gebe mal Gas, ne? Ich war im Auto drin. Nicht wirklich, oder? So, du spawnst ja gleich wieder da vorne. Ich gehe mal dahin, wo die komischen Honigdachse sind. Ja, wahrscheinlich, weil ich hier... Okay. Was für ein Scheiß. Warte, bleib stehen. Komm. Nein, jetzt nicht. Ach ja, ich mag die. Auf die Honigdachse darfst du das jetzt machen. Okay, warte mal, was passiert, wenn ich in die Luft feuere? Was ist das überhaupt genau? Eine Flairgun. Namaste. Was macht die hier? Kommt überhaupt die scheiß Honigdachse? Oh, ein Honigdachse! Hey! Das LMG ist ziemlich overpowered, kann das sein? Stopp! Jetzt! Ja, ja. Jetzt kommen sie vor allem! Oh, guck mal, hier liegt ein Dingens rum. Schaut, da liegt ein RPG rum, damit kann man die Honigdachse jagen. Warte! Es gibt nur zerstörtes Fell, das bringt nichts. Bam! Hilfe! Au! Was hast du gemacht? Die kam nicht von mir, die Granate. Ja, auch nicht. Aua!
Scheiße. Was war das? Ich weiß nicht. Was? Ich glaube, ich habe aus Versehen aufs Munitionslager daneben dran gefeuert. Nee. Nochmal. Das kann aber auch nicht aus meinen Dingen rauskommen. Nee. Ja, ich weiß auch. Also keine Granaten. Keine. Nee. Also, kann ich nicht empfehlen. Ja, okay, aber ich will die Mission auch irgendwann schaffen. Nicht, dass wir hier stundenlang an so einer komischen Mission, wo wir Honigdachse töten. Passiert eigentlich, wenn wir mit den Lägern da im Munitionslager reinfeuern? Okay, passiert gar nichts. Schade.